was wir dann hier jetzt machen können, um vielleicht das hier noch zu sehen. Probieren wir es einfach mal aus. Ja, ich möchte speichern, dass was passiert, soll gespeichert bleiben, das soll verändert bleiben. Das muss nicht unbedingt gleich sein. Können wir gerne machen, Louis, aber ich würde sagen, das hängt eher davon ab, ob du möchtest oder nicht. Ich bin neugierig, ich möchte gerne wissen, wie es dir geht, du. Aber können wir zeitlich gerne mal machen, wenn du Lust hast. Das soll ja nicht so das Problem sein. Ich bin ganz nervös, Mark. Ist okay. Ist okay, entspann dich. Erzähl ihnen, was passiert ist. Aber es ging dabei doch alles so schnell. Ich habe sein Gesicht nicht gesehen. Das Gespräch haben wir noch nicht gehört, deswegen bin ich ein bisschen leiser. Jedes kleine Detail kann helfen, ihn zu schnappen. Man weiß nie. Oh mein Gott, ich stelle mich einfach dahinter und belausche. Wieder ein bisschen mit seiner Münze. Kann ich hier noch irgendwas machen vielleicht? Nö. Ich kann mir das hier angucken. Das habe ich mir auf jeden Fall noch nicht angeguckt. Das ist auf jeden Fall mal ganz nett, wenn man sich das hier alles... Du hast sicher einen Schock. Bleib einfach ruhig. Die Lage in der Arktis spitzt sich weiter zu. Seit gestern ein russischer auf ein US-Patrouillenboot gestoßen ist. Es wurden einige Warnschüsse abgegeben, die jedoch bei keiner der beiden Parteien zu Schäden führten. Bitte sehr. Dennis Ricks, der Verteidigungsminister, sprach von einer nicht hinnehmbaren Provokation, die eine Antwort erfordert. Jetzt dauert's nicht mehr lange. Die angrenzenden Länder, insbesondere Schweden und Kanada, forderten den sofortigen Rückzug aller Streitkräfte sowie eine internationale Konferenz. Ja. Bisher gab es keinerlei Reaktion aus Moskau oder Washington. Wir informieren Sie im Minutentakt über die aktuellen Entwicklungen. Kein Zutritt ohne Autorisierung. Nur. No. Ich finde, ich bin autorisiert. Auch ohne, dass ich mit der reden muss. Okay. Ja, ich verstehe schon, ich muss mit der reden. Ohne das geht es nicht weiter. Aber habe ich jetzt hier davon irgendwie was Neues, weil ich mir da was angeguckt habe? Nö, dann ist das einfach irgendwie alles das Gleiche geblieben, ne? Ja, gut, okay. Wäre ja auch zu schön gewesen. Dann holen wir mal unsere Autorisierung. Kann ich helfen? Ja, kannst du. Ich möchte zu Lieutenant Anderson. Bist du autorisiert? Klar. Ja. Immer doch. Wenn jemand autorisiert bin, Lieutenant dann Anderson ist noch nicht da. Warte doch an seinem Platz. Gut, dann finde ich mal seinen Platz. Aber vorher, wenn ich sowieso schon mal hier bin, kann ich auch noch... Machst du ja, warte mal, das ist nach dem Platz fragen, ne? Oder? Hallo? Ah, ich dachte, ich kann mit dem reden, aber offensichtlich nicht. Was ist das hier? Guten Tag. Ich bin nur neugierig und guck mal rein. Ich kann echt einen bisschen blöden Platz suchen, ne? Also ich kann echt nichts anderes machen, oder? Und ich kann mir das hier nochmal angucken. Vielleicht bringt es ja doch irgendwas. Ich weiß ja, der sitzt da vorne. Also hier, das hier ist ja sein Tisch. Aber ich habe ihn gefunden. Entschuldigung,
Wissen Sie, wann Lieutenant Anderson normalerweise kommt? Ja, das ist so die Frage, ne? Markus kann das ja, weil... Kommt er vor 12. Danke. Ja, eigentlich müsste er das rein theoretisch auch können. Brauche ich irgendwie, kann ich irgendwie nicht schönreden, aber rein theoretisch müsste der das auch können. Aber wahrscheinlich ist das mit Programmierung und so. Ich weiß gar nicht, wie das Spiel das begründet, dass er das kann. Beziehungsweise er macht es ja eigentlich nicht wirklich, oder? Ich meine, ändert er Programmierung? Weil er lässt ihn ja die Wahl. So, er schaltet ja nur, glaube ich. Ich möchte aber die Musik hören. Ein Programm aus, oder nicht? Alles klar. Er hört Musik. Hank Anderson anrufen. Ha, hier ist Hank. Ich bin gerade nicht da. Sie können eine Nachricht hinterlassen, aber erwarten Sie keinen Rückruf. Beep. Oder wie auch immer. Lieutenant Anderson, hier ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Es ist fast Mittag und ich warte hier im Büro auf Sie. Als wenn ihm das jetzt gefällt, dass ich hier jetzt so rumschnüffel. Ach, der kriegt doch schon wieder die Krise, eher. Aber das haben wir auf jeden Fall noch nicht gemacht. Das heißt, das ist auf jeden Fall die eine Option gewesen. Wo wir uns wahrscheinlich auch noch angucken dürfen, was passiert, wenn... wir da nicht dran gehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das zumindest ein Teil der 100% sein kann, aber nicht muss. Ah, guck mal, das haben wir auf jeden Fall schon gelesen. Dann lesen wir jetzt mal das hier. Detective Anderson zum Leutnant befördert. Jüngster Leutnant der Polizeieinheit Detroit. Leutnant Hank Anderson war einer der renommiertesten Detectives des DPD in der letzten Jahre. Er konnte einige bedeutsame Festnahmen verrichten und zwar ein unentbehrliches Mitglied der Einheit. Captain Fowler sagte, die Beförderung sei lange überfällig gewesen und beschreibt Anderson als einer der talentiertesten Polizisten, mit denen ich hier zusammengearbeitet habe. Man vermutet, dass der neue Lieutenant im Department schnell aufsteigen wird und er gilt bereits jetzt als Favorit für die Position des Commissioners. Okay. Neue Rekordmenge Red Eyes in Detroit beschlagnahmt. Fast eine Tonne Red Eyes im Zuge einer langwierigen Ermittlung unter der Leitung von Lieutenant Anderson, der Polizei in Detroit, im Frachtraum eines Schiffes gefunden. Okay. Damit haben wir auf jeden Fall Sachen gelesen, die wir noch nicht gelesen hatten. Beziehungsweise über die ich drüber gescrollt. Ne, ich glaube, ich habe nicht versucht zu scrollen. Im letzten Mal. Gucken wir uns das hier mal an. Ah, er hat sogar eine Sondereinheit. Das habe ich auch alles schon wieder nicht mehr im Kopf. Genau, da haben wir doch die Hundehaare von ihm. Ich würde sagen, jetzt wissen wir eigentlich ziemlich alles über ihn. Und da ist der Schön, Sie wiederzusehen, Lieutenant. Oh, eigentlich mag ich Scheiß. Hank! In mein Büro! Ich folge ihm jetzt mal nicht. Und wir gehen mal nach hier hinten. Weil hier werden wir ja auch angemeckert. Sieh mal da. Unser Freund, der Plastikdetektiv, ist wieder da. Herzlichen Glückwunsch für letzte Nacht. Sehr beeindruckend. Hallo, Detective Reed. Sind wir mal nett und freundlich zu ihm? Waren wir die letzten Male ja nicht? Einen wie dich habe ich noch nie gesehen. Welches Modell? RK-800. Steht ich auch bin ein Prototyp. Drauf. Ein Prototyp? Androiden-Detective. Also ersetzen uns jetzt Maschinen. Ist das so? Hey! Bring mir einen Kaffee, Arschloch.
Oh, nett. Jetzt mach schon! Aber ausnahmsweise mache ich das mal. Tu dir einen Gefallen. Halt dich von mir fern. Wow, du setzt mich mit dem Kaffee einfach stehen? War nicht nett. Mehreren Quellen zufolge. So, dann gucken wir uns mal an, ob wir hier noch was finden vielleicht. Weil, ich meine, hier waren wir ja, glaube ich, erst einmal drin. Aber, nee, hier war nichts. Ach ja, das war einfach nur das Verhör, was wir uns da angucken können, aber da war nichts. Und was war hier? Ach, der ist bestimmt irgendwas, ich habe noch keine Ahnung was. Und auf dem Klo war was? Mit dem anderen Abweichler reden, das können wir gleich eben easy machen, das geht schnell. Achso, ja stimmt, hier können wir unsere Krawatte einmal richten. Und dann passt das auch, hier ist aber sonst auch nichts. Gut, dann gucken wir mal, dass wir den anderen Abweichler vielleicht nochmal mit dem reden. Der ja das Verhör überstanden hatte. Mal gucken, wo wir da rauskommen. Man wird mich zerstören. Du bist nur eine Maschine. Das ist irrelevant. Ich weiß, dass du mir etwas verschweigst. Ich muss es wissen, bevor sie dich abholen kommen. Die Zeichen an der Wand. RA9. Was soll das bedeuten? Ich werde sterben. Das ist wahrscheinlich so, ja. Leider ist das wohl so. In die Zelle, schnell! Beeilung! Ja, der macht jetzt, dass er weg ist. Und sagt, okay, tschüss. Ja, ich bin autorisiert. Hallo, nicht ab! Ich ruf Cyberlife an. Mach das sauber. Okay, ich würde sagen, dann gucken wir mal, was Hank uns zu sagen hat. Und zwar fangen wir mit verständnisvoll an. Ich habe den Eindruck, meine Anwesenheit kommt Ihnen etwas ungelegen, Lieutenant. Sie sollen wissen, dass mir das wirklich sehr leid tut. Dann sagen wir ihm, dass wir Partner sind. Wir sind jetzt Partner, da wäre es schön, sich näher kennenzulernen. Aber das möchte er nicht. Gibt es hier irgendwo einen Schreibtisch für mich? Den da benutzt gerade keiner. Er ist echt nicht so gut zu uns am Anfang, ne? So, also er ist Achso. Ja. Der hier ist es ja genau. Ja, jetzt geht er doch hin. Let's go. Und da bin ich gleich mal sehr gespannt, was passiert, wenn wir da im Auto sind nach dieser wunderbaren Mission. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Hund an. Sie haben einen Hund, ja? Woher weißt du das? Die Hundehaare an ihrem Stuhl.
Ich mag Hunde. Wie heißt Ihr Hund? Was geht's dich an? Sumo. Er heißt Sumo. Ah, ich muss da auch noch einmal machen, dass ich das nicht rausfinde, ganz dringend, weil... Sie sind Detroit Gears-Fan, nicht? Denton Carter hat gestern 53% der... Ich glaube, bei der einen Mission gibt es da auch noch einen alternativen Weg, wo ich das einmal nicht brauche. Das Spiel wollte ich mir gestern in der Bar ansehen. Aber das können wir uns ganz in Ruhe noch angucken. Kennen Sie die Knights of the Black Death? Ich mag diese Art von Musik. Sie ist so energiegeladen. Du hörst Heavy Metal? Naja, ich höre Musik nicht im eigentlichen Sinne. Doch ich würde gern. Naja, na, alles gut bei dir? Ja, dann, keine Ahnung, nehmen wir die Arbeit anfangen, weil wir ändern hier groß was. Wenn es Dateien über Abweichler gibt, würde ich sie mir gerne ansehen. Da steht dein Computer. Ich wünsche dir viel Freude. Ja, danke, dass du mir viel Freude nennst, du. Das ist sehr, sehr nett. Nehmen wir nochmal das, 2. Kennen Sie Captain Fowler schon lange? Ja, zu lange. Ich frage mich, kommen Sie eigentlich immer um diese Zeit ins Büro? Ich komme, wenn ich komme. Jetzt hör auf zu nerven, okay? Nö. Nicht okay. Es gibt viele Leute, die sich nicht gern mit Androiden umgehen. Das mache ich jetzt auch noch. Ich frage mich, haben Sie einen konkreten Grund, warum Sie mich nicht mögen? Ich schätze mal ja. Ja. Es gibt ein. Okay, Hank ist wieder mal nicht so gut zu uns gestimmt, aber ist ja nicht das erste Mal, dass er uns am Anfang nicht mag. Ja. Ich muss sowieso alle Akten scannen, die haben wir uns beim ersten Mal ausführlich durchgelesen. 243 Dateien. Die erste von vor 9 Monaten. Vielleicht ist das andere Ende, wenn ich einfach warte. Und breitete sich im ganzen Aber ist auch egal, weil ich möchte ja, dass ich erwischt werde. Also ist das irgendwie auch ganz gut so. Gestern Abend offenbar einen Menschen ermordet. Das könnte ein guter Ansatz für unsere Untersuchung sein. Ja, könnte, muss aber nicht. Ich weiß, diese Untersuchung kommt ungelegen, Lieutenant. Ich weiß immer nicht, was ich vorher genommen habe und was nicht. Warum verpisst du dich nicht einfach? Ja, das ist eine gute Frage. Warum gehe ich nicht einfach? Ich schlage vor, Sie kümmern sich um Ihre Probleme und weisen mir jemand Kompetenteren zu. Das kannst du doch nicht sagen. Pass auf, Arschloch. Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle auf den Müll werfen und ein Feuer machen. Also nervt mich bloß nicht. Oder ich vergesse mich noch. Lieutenant? Es tut mir leid, wenn ich störe. Ich habe Neuigkeiten über den AX-400, der diesen Kerl getötet hat. Er ist wohl im Ravendale-Distrikt. Bin dran. Gut, das haben wir auf jeden Fall noch nicht gesehen. Das Ende. Und Evola. Hier fehlt immer noch was. Nee, ich weiß nicht, was da fehlt. Okay, der zerstört sich offensichtlich immer, aber was fehlt denn hier noch? Das weiß ich natürlich jetzt nicht, keine Ahnung. Naja, ist auch egal, weil es geht hier um die... Ja, dass da immer dasselbe rauskommt, das ist mir schon klar, weil da gibt es ja nicht so viele Enden. Aber da gibt es, obwohl da gibt es noch ein anderes, gibt es ja auch noch.
Ich weiß, es ist derselbe, ja. Aber es sollte ja auch so sein. Warum bin ich jetzt wieder da? Hä, wir haben im Auto geschlafen. Warum bin ich jetzt wieder im Motel? Hauptmenü. Kapitel. Greife auf die Story-Grafik zu. Wir haben im Auto geschlafen und nicht im Hotel. Warum? Doch, eigentlich schon. Sonst wäre das hier ja auch nicht alles so blau. Naja, okay, ich habe jetzt aber dann nicht Lust, das nochmal zu machen. Dann gucken wir uns das dann später an. Ah, dann ist das ja alles gleiche. Das ist ja dann auch blöd. Ich meine, so viel möchte ich ja dann doch nicht ändern. Aber ich hätte gerne zumindest ein bisschen was anders gesehen. Aber naja, gut, okay. Dann springen wir weiter. Nee, ich möchte, das kann ja nicht sein. Ich möchte jetzt eigentlich schon gerne das da weitermachen. So, weil ich meine, wenn wir dann das letzte da gesehen haben, diese Mission hier, wir können uns ja gerne mal angucken, was wir dann danach noch machen. Ist ja hier dann jetzt letzten Endes ja nicht mehr so viel, ne? Also, ich sag jetzt so, also wie es ist, ne? Diese Mission werden wir ja wahrscheinlich nicht mehr so oft machen, wahrscheinlich eher nicht. Hier bei der Mission des Nest. Da können wir uns mal angucken, was passiert, wenn wir ihn denn nicht finden. Aber hier haben wir sonst auch relativ viel schon gesehen. Da weiß ich auch das dritte Ende nicht, keine Ahnung. Weil entweder wir verlieren ihn aus den Augen oder wir holen ihn ein. Da müssen wir mal gucken, was da noch ist. Aber das ist eigentlich auch nicht so das Problem. Aber das ist halt auch so, da haben wir auch schon das meiste gesehen.